So, Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zurück zu einer neuen Folge von Let's Play American Truck Simulator. Ja, ich habe gerade meinen Katerle zum Ärgern bewogen, beziehungsweise ich habe ihn geärgert, sagen wir es mal so. Es musste einfach sein. Ich habe ihn quasi den Korb kurz runtergenommen, habe mit ihm ganz kurz gekuschelt und dann habe ich ihn quasi geärgert. Aber das musste sein, wie ich schon gesagt habe. Denn das sieht einfach nur so unglaublich süß aus, wie er da drunter liegt und einfach nur schläft. Jetzt muss er sich putzen, nachdem ich mich an ihn dran gekuschelt habe. Natürlich. So blöd, Mann. So dreckig bin ich jetzt auch wieder nicht. Nee. Ja, wir sind hier in der neuen Folge. An einem wunderbaren neuen Tag. Jetzt bald ist tatsächlich Nikolaus und am Nikolaustag selber kommt eine Euro Truck Simulator Folge. Stellt es euch vor. Eins muss ich ja tatsächlich auch so sagen. Ich fühle mich noch gar nicht so weihnachtlich bzw. so Nikolaustechnisch. Gott sei Dank, fühle ich mich gerade so gar nicht so. Ja, ich weiß zwar, dass Weihnachten ist und ich habe auch gewisse weihnachtliche Stimmung, aber ich bin halt noch nicht im Dezember. Ich bin noch nicht, also gut, ist ja sowieso noch nicht, außer wenn die Folge rauskommt. Denn heute ist erst der 28.11. Aber so insgesamt fühle ich halt eben dieses Groß und Ganze halt eben nicht so wirklich. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Naja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir haben dieses Jahr ein schon erfolgreiches Weihnachtsfest dahingehend. Das wird zwar höchstwahrscheinlich und sehr, sehr also wirklich leider nicht mit der Familie so geschehen können, wie wir uns das vorstellen, so wie es vielleicht bei vielen jedes Jahr abläuft. So mit, keine Ahnung, mit der gesamten Familie eben zusammen. Das ist ja so gesehen auch nicht erlaubt. Denn es gibt viele Familien, die vielleicht größer sind als 10 Personen oder 10 Haushalte. Ich habe die Regelung nicht hundertprozentig im Kopf. Ja, so insgesamt halt eben was ganz anderes. Ich bin sehr gespannt, freue mich aber wie gesagt schon auf das, was vielleicht so möglich sein wird. Ja. Wow, das war aber jetzt hier schon wieder so eine knappe Sache, Mensch. Ja, so ist das aber manchmal. Und ich denke mal, dass wir das alles ganz ohne Probleme hinbekommen werden. Und hoffe, dass es zumindest ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest auch werden wird. Gut, da denke ich mal schon daran, dass das passieren wird. Aber so insgesamt müssen wir uns natürlich so ein ganz kleines bisschen, ja, zusammenreißen alle und hoffen, dass dieses Weihnachtsfest ohne danach große Änderungen in der aktuellen Konzeption machen zu müssen, stattfinden kann. Denn wenn wir jetzt dieses Weihnachtsfest feiern, gut, das machen wir ja, ist ja logisch, und dann beispielsweise im nächsten Jahr beziehungsweise dann schon ein paar Tage später sich die Fallzahlen vervierfachen oder fünffachen, dann war es nicht erfolgreich. Dann waren diese Lockerungen zu Weihnachten deutlich zu früh. Man sieht ja aktuell in Hildesheim, irgendwie sowas, wo der 7-Tage-Index, irgendwie sowas ähnliches, bei über 600 ist.
bei über 600 pro 100.000 Einwohner. Das klingt jetzt vielleicht nicht viel und ist für ein kleines, ich sage jetzt mal, Städtchen respektive für einen kleinen Landkreis auch nicht viel. Also das sind, was habe ich im Internet gelesen, beziehungsweise das können nicht mehr als 500 Einwohner, also 500 Neuinfektionen pro Tag sein. Also es funktioniert rein technisch gar nicht. Weil dieser Kreis halt nicht der größte ist, mit dem oder nicht wirklich am dicht besiedelsten ist. Also irgendwie ganz komisch ist das da. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Naja, auf jeden Fall müssen wir natürlich versuchen, dass dieser Tag oder dieser 7-Tage-Index, ich nenne es Index, passt schon, dass dieser nicht überall dann die 200er-Marke überschreitet. Wir hier in Leipzig haben es jetzt tatsächlich, ich sag jetzt mal, boah, das klingt richtig falsch. Was? Was ist das denn? Moment, wie muss ich denn fahren? Fahre ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Was ist das denn für eine Kreuzung? What? Okay. Die Ampel ist aus. Okay. Hier habe ich einen Fehler entdeckt. Hier ist die Ampel aus und hier verschwinden die Autos. Sollte es jetzt gleich abstürzen, wir sehen uns sofort wieder. Keine Sorge. Ich werde mal kurz zwischenspeichern. Das ist sehr interessant. Hier ist die Ampel aus. Und hier verschwinden die Autos und tauchen natürlich auch keine neuen Autos auf. Also könnte es sein, dass wir jetzt gleich auch einfach plupp verschwunden sind. Das ist ja merkwürdig hier. Als ob sie das hier nicht fertig gebaut hätten. So, das war ich jetzt. Das war meine Schuld, weil ich da drauf gefahren bin. Okay, hier verschwinden die auch. Ja, ist jetzt nichts weiter passiert. Ist nicht abgestürzt oder sowas. Das ist ja also merkwürdig. Gucken wir nochmal die Kreuzung an. Hier bei Duvengo ist das. Dann mache ich mal kurz einen Screenshot. Über Steam selber und schicke das dann einfach SCS-Software. Also dieses Videoschnipsel und dann quasi. Den Rest. So, solche Fehler passieren natürlich mal, ne? Also das muss man jetzt natürlich auch so sagen. Da kann man jetzt SCS-Software jetzt nicht so wirklich irgendwie sagen, dass sie schlecht gearbeitet hätten. Wenn man sieht, was die alles so machen, dann ist das eigentlich okay. Dann ist das jetzt einfach mal passiert. Das sieht aber auch einfach nur geil aus. Entschuldigung. Dann ist es jetzt passiert. Ist okay. Das kann man verkraften, sage ich jetzt mal. So. Hier ist jetzt nicht der Million-Dollar-Highway, glaube ich. Nee, es sieht auf jeden Fall ganz anders aus. Aber so ein kleiner Ausläufer davon in Richtung. Welcher Bundesstaat ist denn das hier? Utah ist weiter oben. Welcher Bundesstaat ist denn das hier jetzt? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, welcher Bundesstaat das hier ist. Toll, ne? Idaho. Nee. Ist das hier Utah? Und da drüber ist Idaho. Boah, ich kenne mich ja wieder, also. Hoppala. Ich kenne mich ja wieder richtig gut aus. Also. Mensch, 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 Mensch.
Ach, nee, 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 so. Fahrzeug muss überprüft werden, Mama. Wo denn? Wo ist denn die Wiegestation? Bin ich jetzt dran vorbeigefahren? Hoffe nicht. Jetzt höre ich wieder nichts. Hallo? Hallo, nehmen wir es noch auf? Ja, Sammy schläft in seinem Hütchen. Also würde er mich nicht, würde die Aufnahme nicht unterbrochen haben. Aber ich weiß nicht, wo die Wiegestation ist. Die wird mir nicht angezeigt. Oh nee, ich muss jetzt erstmal hier drauf. Da muss ich erstmal kurz diesen Umweg hier fahren. Das ist okay. Ich glaube, das kriegen wir hin. So. Oh Gott. Mensch, ist das hier anstrengend. Wir gucken mal, dass wir hier rumfahren. So. Weil wir müssen ja sowieso gleich den Weg hier fahren. So. Also quasi hier den Weg. So. Wir müssen hier vorne links rum. Beziehungsweise nein, wir hätten auf der Spur bleiben können, weil wir geradeaus mussten. Aber wir müssen sowieso davon auf die Wiegestation oder zu der Wiegestation drauf, dementsprechend. Ja, ist das okay so. Nee, 25 ist schon richtig. Ja, da muss man hier dann bloß nachher geradeaus fahren. Und ich. Ach, hier ist eine Ampel. Gut. User joined your channel. Okay. Okay. So, egal. So. Ja, ich bin vielleicht auf einem TS drauf, ist richtig. So. Wir fahren jetzt hier links rum gleich. Ich weiß, wir dürfen 35 fahren, aber ich fahre jetzt nur 25. Ich möchte jetzt nicht meine Geschwindigkeit erhöhen. So, wir sind schon wieder 13 Minuten dran und haben nicht viel geschafft. Mensch, 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 Mensch. Dann werde ich wohl bei 400 Kilometern einfach nochmal eine Pause machen müssen, wenn das hier so weiterläuft. Also ehrlich, das geht doch mal gar nicht. So, links herum. So. Vor allem, da muss ich wirklich diese Umleitung fahren. Das ist ja wirklich unangenehm. Also diesen großen Weg halt Umleitung fahren. Nur damit ich halt eben mich wiegen kann. Ich wusste gar nicht, dass das tatsächlich auch so weit zählt, aber okay. Habe ich jetzt wieder was Neues gelernt und bin natürlich positiv überrascht, dass ich halt zumindest diese Strecke hier fahren durfte jetzt. So, das Fahrzeug ist nicht in einem perfekten Zustand. Ich weiß. Habe ich auch nicht vor. Boah, wenn ich jetzt über Lenkzeit wäre, ob das große Probleme geben würde? Will ich gar nicht ausprobieren tatsächlich. Ich hasse es mit Lenkzeit beziehungsweise halt eben mit Schlafen gehen zu spielen. Weil ich das dann gefühlt nie pünktlich zum Abgabetermin schaffe. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte das früher anders, weiß ich, beim Euro Truck Simulator war es damals noch. So, und dann gab es irgendwann solche Probleme. Also, es kann sein, dass nur ich die hatte, weil der Anwender zu blöd ist dafür. Und habe quasi, das sieht aber auch cool aus hier, so ein Problem gehabt, dass ich halt eben geschlafen habe und dann die Fracht nicht mehr rechtzeitig abliefern konnte. Zum Beispiel jetzt solche Just-in-Time-Lieferungen.
Die müssen meistens in wenigen Stunden da sein. Wie sollst du das machen, wenn du deine Pause einhalten musst? Ist das einberechnet, dass du halt einfach bloß beim zum Beispiel Abbiegen keine Zeit verlieren darfst, dass du halt wirklich trotzdem deine Geschwindigkeit fährst, bisschen vielleicht ein bisschen höher als erlaubt ist, aber halt eben konstant. Ja, Fragen über Fragen, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt möchte ich das ehrlich gesagt auch, ehrlich gesagt möchte ich das auch ehrlich gesagt gerade nicht wissen. Ja, natürlich. Ergibt ja Sinn, was ich hier sage. Also, ja, so ist das Leben. Sieht auch unfassbar geil aus hier mit so einem Autohändler. Schade, dass es noch nicht solche Auflieger gibt, dass du halt wirklich, aber ich weiß gar nicht, das müsste ja dann quasi animiert sein, weil, wobei, doch, das funktioniert ja schon mit den normalen Auflegern. Dementsprechend sollte das damit dann auch gar kein Problem sein. Und zwar geht es darum, Autotransporte. Ja, da brauchst du natürlich auch wo du das abholst, das sollte schon korrekt sein und wo du es hinbringst, sollte auch einigermaßen, ja, ich sag jetzt mal richtig sein, ne? Jetzt fahre ich nicht nur 35, ich fahre jetzt die 65, die erlaubt sind. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob das so sinnvoll wäre, eigene LKWs oder eigene Auflieger damit, ja, ich sag jetzt mal, herzustellen. Mich immer wieder so mache, wenn ich herzustellen sage. creepy. Weil, wie gesagt, es ist halt eben, du musst halt wirklich eigentlich in jeder Stadt irgendwie sowas haben, wo du Autos wirklich rein gedankentechnisch abholst und halt auch wieder hinbringst. Das ist halt eben das Nächste. So, du musst halt immer irgendwas haben, wo du die halt eben hinbringst. Ich meine, es wäre jetzt bestimmt kein Problem. Okay, Entschuldigung. Es wäre jetzt bestimmt kein Problem, das alles so einzustellen, wie es sein soll. Oder so zu machen, wie es halt eben sein soll. Aber ich stelle mir das insgesamt trotzdem relativ schwierig vor. Ja. Naja, mal gucken. Irgendwann wird es mit Sicherheit kommen. Da bin ich mir sogar eigentlich hundertprozentig sicher. So. Hohohoho. Ja. Jetzt würde ich aber sagen, ja, so. Bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt so wirklich eigentlich am besten unter 20 Minuten die Folgen halten. Also nicht wundern für die nächsten Folgen. Außer ich habe jetzt noch zum Beispiel 20 Meilen oder 50 Meilen, also alles unter 100 Meilen wird noch zu Ende gefahren, auch wenn die 20 Minuten um sind. Aber jetzt sind es ja noch 361 und die sollte ich jetzt eigentlich auch ganz gut zu Ende fahren können. Ja. Wenn nicht, kommt noch eine fünfte Folge hier raus. Dann hätte ich zwar noch einen Screenshot gebraucht, aber naja, gut. Nee, das brauche ich ja nicht unbedingt, das kann ich ja dann. Kann ich ja dann quasi den Fehler nutzen. Ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Labiton X. Ciao. Mit V.